Zuschauer, zur letzten Sendung Verstehen Sie Spaß in diesem Jahr. Wie versprochen, jetzt unsere Hitparade aus den beliebtesten Filmen, ausgewählt von unserem Hamburger Studiopublikum. Wir kommen gleich zu Platz Nummer 6, zum Fahrstuhl, einer Produktion aus der Schweiz. In der Rolle der Spaßmacher Heino Orbini und Yvonne Kuppe und einige ahnungslose Passanten, die den Flughafen in Zürich besuchen wollten und dabei ins Parkhaus gerieten. Und das ist unser 6. Platz. Sie sehen hier die Parkgarage, das 8. Geschoss auf dem Flughafen Zürich. Und vor der Fahrstuhltür, da haben wir dieses Schlafzimmer montiert, samt Inhalt selbstverständlich. Und all die Leute, die nun ihr Auto abholen wollten, erlebten dann bei der Lifttür Folgendes. Geleuchtet, wo wir reingekommen sind. Wie bitte? Franz? Ja, da gibt's ja gar keinen. Ja, Sie sollen ja nicht mehr. Sie tun mir mal. Dann doch mal durch. Dann warte. Könnt ihr nicht beim Hauswart in die Wohnung einfahren? Was machen Sie in unserem Schlafzimmer? Ich bin auf 8, da habe ich gedruckt und bin dahergekommen. Das weiß ich. Kenn ich doch nicht dafür. Suchen Sie da bei uns? Ja, glauben Sie, vielleicht ich kann sie rein wollen. Was weiss denn ich? Ich bin Nummer 8. Der Mann hat mich da reingewiesen. Das ist ja die Parkebene 8, nicht bei Wohnung drucken, oder? Sie verstehen da uns. Bitte schön, da steht Parking 8. Gucken Sie selber und dahinter steht Wohnung. Ja, eben. Ja, das kann ja beides sein. Was weiss denn? Gucken Sie doch selber. Wo soll ich denn hinter? Gucken Sie, gucken Sie bitte selber. Kann ich doch nicht dafür. Platz Nummer 5, die Parkour, eine deutsche Produktion. In der Rolle des Spaßmachers sehen Sie Heino Grimm. Ja, und dabei noch einige ahnungslose Autofahrer, die sich darüber mokiert haben, dass ein begehrter Parkplatz in der Hamburger Innenstadt mit nur einem Fahrrad belegt war. Das ist Platz Nummer 5. Nee, da bin ich auch. Wieso sind die da? Ja, da park ich jetzt. Wollen die da zelten, oder? Zelten? Ja. Kann doch nicht in der Stadt zelten. Ja, weil sie da mit dem Fahrrad in den Parkplatz sind. Ja, dafür habe ich ja auch bezahlt, ne? Darf ich Sie bitten, ein bisschen zur Seite zu gehen mit Ihrem Fahrrad? Wie? Darf ich Sie bitten, ein bisschen zur Seite zu gehen mit Ihrem Fahrrad, damit ich hier einparken kann? Nee, den habe ich ja gemietet, den Platz. Guck mal, da hast du den ganzen Platz. Und da stört dich kein Mensch. Bitte? Nee, tut mir leid, ich habe mir gerade überlegt, ich muss das ganze Ding auseinandernehmen. Das ist so eine Provokation, das machen Sie doch aus Gag, nicht? Eine Provokation? Ja, nee, finde ich. Das ist eine ganz normale Pause. Für mich. Ja, könnt ihr ja machen. Ihr könnt ihr Fahrrad da hinten an den Baum stellen oder sowas. Oder nicht auf dem Autoparkplatz. Warum nicht? Werde ich dafür bezahlt? Nee, das hat nichts mit Bezahlen zu tun. Das ist also, Sie können ja... Ich kann ja 10 Mark da hinlegen. Ist ja furchtbar nett, aber das ist ein Auto, das ist für einen Autoparkplatz. Warum soll ich da denn 10 Mark hinlegen? Ich finde auch solche Scheißautos. Ich finde Fahrrad viel sympathischer. Kannst du mal ein Stück zur Seite stellen? Nee, ich brauche den Platz jetzt.
Wofür? Frühstücken also. Frühstücken? Ja. Ich fahre ja auf diesen Platz, ich sehe heute genug, aber ich finde die Idee von Ihnen einfach witzig. Ist überall Platz da, wo Sie stehen können, wenn die fahren. Und genau dort. Das ist mir so, als ich ankomme, ins Auge gefallen. Das ist keine Provokation. Das ist Zufall, dass ich eben da gerade stehe. Ja? Ja, aber nun habe ich auch schon, wie gesagt, da reingeworfen. Oh, ich meine, also wir wollen uns ja auch nicht diesen schönen Sonnabendmorgen irgendwo, aber das ist so mal wieder so eine skurrile Idee, man muss irgendwie auffallen, nicht? Oder man muss irgendwie. Nee, so einer bin ich nicht. Hallo, wollen Sie den gesamten Parkplatz? Ja. Wollen Sie nur Ihr Fahrrad reparieren? Schauen Sie, ich möchte hier ganz gern parken mit meinem Auto. Vielleicht können Sie Ihr Fahrrad auch ein bisschen nebenan reparieren. Nö. Ich frage mich nur, ob es möglich wäre, dass ich mein Auto da reinstellen würde. Nee, da steht ja schon mal ein Rad. Ja, super. Das sehe ich. Nur vielleicht wäre es möglich, dass ich mein Auto da reinstellen würde. Und vielleicht können Sie Ihr Fahrrad dahin zum Beispiel stellen. Ich habe doch bezahlt. Ich gebe Ihnen das Geld. Nö. Ja, aber... Kaufe ich Ihnen den Parkplatz ab. Abkaufen? Ja. Was bieten Sie mir denn? Wie viel haben Sie da reingestellt? 20 Pfennig. Gut, kriegen Sie 40 zurück. Pfennig? Ha! Also ich biete Ihnen die 40 Pfennig an, Sie machen eine Marge von 100% und ich stelle mein Auto hier her. Eine Marge? Ja, Sie haben einen Gewinn dann. Was ist denn eine Marge? Eine Marge, das ist der Gewinn, das, was Sie kassieren. Ja, aber 20 Pfennig Gewinn, dafür mache ich nichts. Nee, Sie meinen ja auch 100% Gewinn. Ja, aber guck, jetzt passt mal weiter. Ich biete Ihnen eine Entschädigung an dafür, dass Sie hier das reinbezahlt haben, das kriegen Sie. Und ich möchte gerne mein Auto hier abstellen, ich habe einen Termin. Und das ist ein Parkplatz für Autos und nicht für Fahrräder. Nee, es tut mir leid, ich glaube, da werden wir nicht handelseinig. Mit dieser Marge, da, das gefällt mir. Ich kann den Check über 40 Pfennig geben. Naja. Aber Sie haben die Checkkarte da. Ich habe die Checkkarte da. Ja, gut, dann machen wir das so. Ist gut, ich habe keine Lust mehr zu reden hier. Haben Sie einen Kugelschreiber? Ja, habe ich da. Und wie wäre es, wenn ich es Ihnen bar geben würde? Also dann wäre mir ein Scheck schon lieber. Dann kann ich bei meiner Bank nämlich ein bisschen Eindruck machen. Gib mir doch mal einen Verrechnungscheck. Ja, ist recht. Können Sie Ihr Vehikel da mal so bis auf die Seite? Ja. Ist gut. Schönen Tag. Bitte. Platz Nummer 4, eine Produktion der ITV London. Im Mittelpunkt steht ein Laufband. Und dieses Laufband, das kann man mit Knopfdruck anhalten. Aber unsere englischen Kollegen, die haben über Nacht das Laufband heimlich so präpariert, dass es nicht mehr zu stoppen war. Hier sehen wir also in einer Großkonditorei diese Aushilfe. Sie bereitet nun diese Pfannkuchen für die
Montage sozusagen vor mit Puderzucker. Jetzt kommt noch Schlagsahne drauf. Und ganz zum Schluss noch etwas flüssige Schokolade. Sie sehen, das Band läuft und läuft. Jetzt will sie wieder abstellen mit dem Knopfdruck, aber es reagiert nicht. Also jetzt zum Schluss noch die Schokolade drauf. Und was jetzt passiert, meine Damen und Herren, das brauche ich nicht mehr zu kommentieren. Dafür spricht jetzt unser Bild. Wir kommen zu Platz Nummer 3, zur Motorhaube, eine deutsche Produktion. In der Rolle des Spaßmachers sehen wir René Besson und einen ahnungslosen, liebenswürdigen Tankwart, der nicht gemerkt hat, dass unser Mann vom Kamerateam mit einem präparierten Auto bei der Tankstelle vorfuhr. Platz Nummer 3. Guten Tag, nur das Öl kontrollieren, bitte. Dankeschön. Ist noch gut? Ah, gut. Alles klar. So, das ist für Sie noch. Dankeschön. Bitte? Ja, das weiß ich. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ja. Was ist denn passiert?
Ihre ganze Haube ist los. Die Haube ist los? Die ganze Haube, die Haube. Kann man sie nicht mehr zumachen jetzt? Ja, da bin ich. Ja. Sind Sie gerade so hergefahren? Ja, ja, jetzt bin ich hergefahren. Nicht Ihr Auto, oder? Mein Auto, doch, ist mein Auto. Ja, ja. Philipp heißt der. Philipp. Das ist ein Geschenk von meiner Frau. Habe ich jetzt schon 8 Jahre. Schön, gell? Schönes Auto. Jetzt ist ja gut, jetzt ist gut. Das ist gar nicht gut. Da fehlt die ganze Autos. Sie fahren das Kind da raus und fahren da oben. Kind da so her. Oder rückwärts, das ist egal. Gell? Ja, kann ich ja, kann ich fahren jetzt so. Ja, nein, du die Autos. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Ah, jetzt ist die Stoßstange abgefallen. Hey. Um Gottes Willen, was ist? Was für ein Auto fahren Sie rum? Das ist mein Auto, das ist der Philipp, das ist ein gutes Auto. Was ist denn für ein Mann? Ja, aber es ist ja kaputt gegangen. Die Haube war ja auch gar nicht drauf, da waren keine Schraube. Ich bin doch gekommen, ich meine, ich war da drauf. Nehmen Sie geschwind die Stoßstange. Aber nicht, dass der noch mehr kaputt geht, gell? Ich möchte nicht, dass das Auto ganz kaputt geht. Ich kann Ihnen die Haube jetzt so nicht, so lasse ich sie nicht wegfahren, wenn ich das Öl nachgucke und stelle fest, dass die Haube überhaupt keine Schraube mehr drin hat. Aber vielleicht haben Sie zu fest gestoßen oder sowas, vielleicht, oder? Das geht ja gar nicht, da fehlen die ganzen Schrauben. Aber die Stoßstange, das hat er mit dem... Nein, da bin ich jetzt... Bin ich mit dem Knie gleich dagegen? Die da sind Sie dagegen mit dem Knie. Ei. Das ist auch richtig dagegen gestoßen. Haben Sie. Kaputt gemacht. Ja, als wäre es mal Luft. Ja, aber Sie, mit dem Knie. Ja, aber mit, ich bin, wissen Sie, wie ich nachgekommen bin? So hier. Fällt jetzt die Stoßstange weg? Nein, nein. Habe ich danach geschlagen? Aber Sie, nein, aber Sie haben doch gesagt, mit dem Knie sind Sie dagegen gestoßen. Mit dem Knie, wenn ich mir übers Auto beug, so komme, bin ich nachgekommen. Eben, Sie haben es nicht mit Absicht gemacht. Ich weiß nicht, aber meine. Bringen Sie bitte die Stoßstange hoch und fahren Sie daher, dass wir jetzt weitermachen können. Aber wenn Sie dann wieder was mit dem Knie kaputt machen, meine ich, ich kann ja nicht. Ich muss nach Basel noch heute. Ich mache nichts mit dem Knie kaputt. Aber, ja, aber Sie haben doch jetzt die Stoßstange mit dem Knie kaputt gemacht. Wenn Sie mir dann auch noch das ganze Auto kaputt machen, das weiß man nie. Sie haben Sie mal alles kaputt? Nein. Sie haben Sie doch das kaputt gemacht mit dem Knie. Soll ich spinnen? Mit dem Knie haben Sie es kaputt gemacht. Oder haben Sie das Auto kaputt gemacht? Sie machen das ganze Auto kaputt. Ja, was sagen Sie denn das? Mit dem Knie? Ich muss ja wieder nach Basel, nicht? Stein am Rhein bin ich Bäcker. Ja, Stein am Rhein, ich bin Bäcker. Und wenn ich heute nicht ankomme, ist morgen das ganze Dorf ohne Brötchen. Verstehen Sie mich? Ja, freilich. Ein ganzes Dorf ohne Brötchen. Was sollen Sie dann? Brot essen. Muss ja auch gebacken werden, das Brot. Und das Auto habe ich jetzt 8 Jahre noch nie was kaputt gewesen dran. Noch nie. Was fehlt denn? Die ganze Schraube hängt fehlen. Wo haben Sie denn die Schrauben jetzt? Wo haben Sie denn die hingetan, die Schrauben? Die sind nicht einfach ausfallen. Die müssen irgendwo sein. Ja, die müssen Sie suchen. Was sind denn die Schrauben? Haben Sie die Schrauben? Keine Schrauben. Wo sind denn die Schrauben? Das ist so komisch. Ja, ich bringe Ihnen zwei neue. Zwei neue Schrauben. Ah. Ja, schön, gut. Jetzt haben wir wenigstens die Schrauben, nicht? Das kann ich. Ja, aber die Stoßstange ist noch da. Ui, die Stoßstange. Ja. Festbinden, ja? Aber auch keine Schrauben mehr. Ui, 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 ui. Ich bin nicht einfach die Schraube. Haben Sie die Schrauben hingegeben? Ich habe die Schraube nicht abgemacht. Sehen wir die Stoßstange? Sehen wir die oben drüber legen. Oben drüber, ja. Kofferraum, ja. Gut. Aber ohne Stoßstange darf ich nicht fahren, oder? Das können Sie schon. Darf ich ohne Stoßstange, ja. Ein Schlüssel, ja. Die Tür noch kaputt. Die auch kaputt. Er hat die Schrauben verloren, ich weiß nicht, wo sie hingelegt hat. Plötzlich hat er keine Schrauben mehr gehabt. Ganz plötzlich. Dabei habe ich das auch. Ja, was hat er denn gemacht? Das ganze Auto ist ein Kümmerauto. Wissen Sie, von wem ich das Auto gekauft habe? Kann ich Ihnen das sagen? Von Ihrer Frau? Nein. Nicht von meiner Frau, vom Kurt Felix.
Der hat mir das Auto verkauft. Ja, ja. Und nun Platz Nummer 2, der Polizist aus Pittsburgh. Das ist eine Produktion des Candid Camera Teams. Im Mittelpunkt steht ein Polizist, der in Pittsburgh auf seine Art und Weise den Straßenverkehr regelt. Ein Candid Camera Team hat ihn dabei beobachtet. Hier also unser Platz Nummer 2. Und nun zum meistgewählten Film dieses Jahres. Verstehen Sie, Hitparade, Platz Nummer 1, Mango Bango. In der Rolle des Spaßmachers sehen Sie Carlo von Tiedemann. Ja, wir haben einigen ahnungslosen Leuten ein neues Getränk zu versuchen gegeben. Ein Getränk unter dem Namen Mango Bango. Aber dabei handelt es sich um reinen, puren Zitronensaft. Guten Appetit. Haben Sie den schon probiert? Wollen Sie mal probieren neben uns? Nicht? Ja. So, ja. Haben Sie schon probiert? Wollen Sie mal probieren? Also, wie gesagt, nochmal, wir würden Sie bitten, nachdem Sie probiert haben, dass Sie ganz spontan sagen, wie Ihnen das schmeckt. Mango Bango. Ja, ich muss ja mal probieren. Probieren Sie erstmal und dann sagen Sie ganz spontan, was so, ob es zu herb, aromatisch ist oder wie würden Sie es? Kräftig. Kräftig. Na gut, ja. Wie würden Sie jetzt ganz schnell, blitzschnell umsetzen, so ein Werbeslogan? Mango Bango schmeckt wie? Sie können ruhig noch mal einen Schluck nehmen, gerne. Ohne Sorgen, klasse. Ja, Sie können es ruhig austrinken, also wir haben genug davon. Nee, mehr möchte ich nicht. Das sieht sämtliche Löcher zu. Kann man den auch süßen? Hier kommen die Tränen. Lecker. Ja, wieso? Glauben Sie mir es nicht? Das ist vielleicht eine Pracht, nachdem man lustig lacht. Sehr schön, das ist vielleicht eine Pracht, nachdem man lustig lacht. Ui! Warum ui? Das brennt. Das muss noch anders verarbeitet werden. Das duftet. Finde ich gut. Mein Güte. Oh, da hat mir gar nichts gesagt. Nochmal einen dritten Schluck. Nee, mach nicht. Nee, Sie können es entweder auf Ex runtertrinken. Das machen die ganz Mutigen bei uns. Probieren Sie es ruhig mal.
gießt es runter und dann wollen wir sehen, was da noch kommt. Ist das... Oh. Ja? Ich würde sagen... Mango. Schmeckt verdammt nach Zitrone. Anlässlich der Berliner Funkausstellung, also etwa heute in 6 Wochen, zeigen wir Ihnen weitere Filme mit der versteckten Kamera. Aber die Sendung am Samstagabend, am 5. September, heißt dann nicht Verstehen Sie Spaß, sondern Teleboy. Und in Teleboy, da gibt es noch weiteres zu sehen. Wir wollen Ihnen zeigen, was Sie an diesem Abend im Teleboy noch alles erwarten wird. Lachen mit Teleboy. Mit Kabarettisten, Schauspielern in lustigen Szenen. Interessantes mit Teleboy. Mit Kandidaten aus Zürich und Berlin, die gegeneinander anzutreten haben. Showtime mit Teleboy. Showtime mit Sängern, Instrumentalsolisten, Artisten, Orchestern, Ballett und so weiter. Ja, und selbstverständlich gibt es, wie schon versprochen, viele Filme mit der versteckten Kamera. Merken Sie sich also heute schon, liebe Zuschauer, den 5. September, 20.15 Uhr am Samstagabend. Das war's. Auf Wiedersehen und am 5. September nach dem Urlaub. Thank you.